Willkommen, liebe Freunde, zum Battlefield 1 Special. Zuerst einmal möchte ich, dass ihr euch diese epischen Dogfight-Szenen gönnt und danach könnten wir nochmal ein bisschen quatschen über den restlichen Spielverlauf und über das Gameplay, was danach noch folgen wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, Battlefield 1 ist damals richtig gut gelungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mega nice gewesen. Und es ist immer wieder eine Freude, zu diesem Spiel zurückzukommen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn er Battlefield 1 noch nicht ausprobiert hat und sich überlegt, das zu spielen, gönnt euch das. Gönnt euch das allerdings auf Servern, die, wenn ihr auf PC spielt, von irgendwelchen Clans ins Leben gerufen wurden. Denn da habt ihr dann die Möglichkeit, dass, falls es mal jemanden gibt, der hackt oder cheatet oder sonst irgendwas, dass der relativ schnell gekickt wird, weil immer mal irgendwie ein Member von diesem Clan unterwegs ist und der die Rechte dazu hat, diese Person dann zu kicken. Auf offiziellen Servern habe ich die Erfahrung gemacht, sind sehr viele Cheater unterwegs und Hacker und weiß was ich. Teilweise spielen die sogar gegeneinander, weil die da irgendwie Bock drauf haben. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es super ätzend und deswegen kann ich euch das nur raten. In Zukunft, ich habe die Erfahrung wie gesagt gemacht, werde ich nur noch auf Clan-Servern spielen. Die Warteschlange ist zwar relativ voll, immer so 3 bis 4
Positionen, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal irgend so 5 Minuten, sagen wir einfach mal maximal, zu warten. Und dann kommt ihr auf einen Server, auf dem es dann auch richtig Bock macht zu zocken. Und ihr habt schon gesehen, die Dogfights in diesem Spiel sind auch mega nice. Ich habe natürlich ein bisschen Musik hinterlegt, dass das Ganze noch ein bisschen epischer wirkt und so. Aber selbst ohne, es macht mega Bock. Ich sag's euch ganz ehrlich. Und jedes Mal kriege ich die Frage, ja, soll ich Battlefield 1 oder Battlefield 5 holen? Freunde, beide Spiele sind geil. Battlefield 1 ist meiner Meinung nach ausgereifter, aber im Endeffekt ist es ja auch eher so eine Art, worauf habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf World War 1 Setting oder World War 2 Setting? So, das ist ja dann immer so die Frage. Und ich würde das an eurer Stelle davon abhängig machen, so ganz einfach. Wenn man irgendwie Bock hat auf World War 2, dann gönnt euch das. Das ist auch geil. Es ist nicht so authentisch wie Battlefield 1, also im Sinne von, dass die Uniformen und so relativ einheitlich aussehen und alles nicht so wie Gesichtsbemalungen, die aussieht wie ein Clown oder jemand von Halloween oder so, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich trotzdem. Battlefield 5 lohnt sich auch genauso wie Battlefield 1. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt, holt euch das, worauf ihr am ehesten Bock habt, oder von mir aus auch das, was ein bisschen günstiger ist. Es wird sowieso irgendwann, werden beide Spiele euch hinterhergeworfen. Werden die jetzt schon. Ich habe mir damals Battlefield 1 am PC geholt. Das hat irgendwie 5 Euro gekostet oder sowas. Deswegen, alles entspannt. Und es wird immer wieder irgendwelche Angebote geben. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Die Tatsache, dass Battlefield 1 halt so meiner Meinung nach erfolgreich war, ab einem gewissen Punkt, und Battlefield 5 relativ lange gefloppt ist, dann wieder ein bisschen bergauf gegangen ist mit dem Pacific-Update und so weiter. Ich glaube, das war eine relativ positive Erfahrung, natürlich negativ für die Spieler, aber positive Erfahrung für das DICE-Entwicklerteam. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass die mittlerweile sehr viel verändert haben in ihrer Unternehmenspolitik, was Content angeht und so weiter, und dass sie jetzt auch sehen, was kommt bei den Spielern gut an oder nicht. Ich glaube, Battlefield 5 war eigentlich gar nicht so schlecht, dass das so gefloppt ist, denn jetzt haben die relativ viel Erfahrung sammeln können. Ich hoffe natürlich auch, dass sie das dann umsetzen und so weiter, weil ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht in denen ihrem Interesse, weiterhin scheiß Spiele zu entwickeln, in dem Sinne, dass es halt irgendwie den Spielern nicht so gefällt und scheiß Politik machen und scheiße kommunizieren und so weiter, denn im Endeffekt, die wollen ja einfach ihr Geld verdienen, und das machen sie am besten mit einem erfolgreichen Spiel. Und wie kriegen die ein erfolgreiches Spiel zum Laufen, indem die Spieler das alle kaufen, beziehungsweise die Fans, und das machen sie halt nur, wenn das Spiel auch Bock macht. Und dementsprechend, ne, ihr kennt es selber. So wird es dann hoffentlich dazu kommen, dass wir dann endlich 2021 ein ordentliches Spiel bekommen. Niklas Estrand auf Twitter zum Beispiel postet immer wieder irgendwelche Posts über seine Battlefield Bad Company 2 Vietnam Maps zum Beispiel jetzt auch, die er damals gemacht hat, und als Anlehnung an Apocalypse Now, an den Vietnam-Film, falls ihn jemand von euch mal gesehen haben sollte. Falls nicht, gönnt euch den, der ist auf jeden Fall ziemlich krass, der ist ein bisschen älter, aber der hat es echt in sich. Und deswegen, Battlefield 2021 Vietnam würde ich mir sehr wünschen. Modern Warfare wäre auch natürlich nice, allerdings würde ich persönlich Vietnam präferieren. Ich habe euch schon gefragt, was ihr am liebsten haben wollt, allerdings könnt ihr auch hier gerne wieder eure Meinungen in die Kommentare ballern. Haut alles raus, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für weitere Videos für Battlefield. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, bis dann und rein, und wie immer, ciao, ciao.